Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bloons Tower Defense 6. Wir gucken in unsere Kiste rein und bekommen 55 Affengeld. Nicey dicey. Ich habe gestern noch ein bisschen weitergespielt, also jetzt ohne Aufnahme, bin Level 24 geworden tatsächlich. Und habe einen neuen Helden bekommen, nämlich den Striker Jones, der tolle Sachen kann. Ich werde aber heute trotzdem den Gwendolin nochmal nehmen, weil ihr den noch nicht gesehen habt. Also zumindest bei mir noch nicht, wenn ihr das Spiel natürlich selber spielt, dann kennt ihr den schon. Bliblablub, egal. Und hab halt alleine gespielt, damit ich auch mal dieses Spiel raffe. So, und wir spielen jetzt nochmal den Baumstumpf. Naja, was heißt hier nochmal? Wir spielen jetzt den Baumstumpf. Ich habe hier gestern nochmal auf Mittel Sachen gemacht, deswegen ist hier jetzt eine neue Medaille, weil ich rückwärts irgendwie auf Mittel nochmal geschafft habe und die leichte Variante. Aber halt dieselbe Map, damit ihr nichts verpasst. Und heute machen wir den Baumstumpf. Wieder auf Mittel, würde ich sagen, weil leicht ist einfach viel zu einfach. Und wir können nur Standard machen, also let's go for it! Ich habe übelst viele neue Affen bekommen. Hier die ganzen Magieaffen habe ich bekommen. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Ich habe hier unten auch noch ganz komische Sachen bekommen. Das sind, glaube ich, die Unterstützungssachen. Wir können ja schon mal ein paar Dinger hier reinpacken. Ja, ganz normale Affe. Why not? Kann ich mir noch mehr leisten eigentlich? Kann ich mir noch so... Ja, ich kann mir sogar so ein... Wie heißen die nochmal? Ein Klebstoffschützen leisten. Den finde ich nämlich wirklich am allergeilsten. Was sonst? Ich habe hier noch den Autostart angemacht. Das heißt, jedes Mal, wenn die Ballons jetzt weg sind, dann kommt sofort die nächste Reihe. Heißt, ich muss nicht warten und immer klicken, dass ich in die nächste Runde komme. Allerdings bin ich so halt auch irgendwie unter Zugzwang, irgendwas zu machen. Naja, egal. Ich habe jetzt auf jeden Fall auf Hotkeys meine Affen gelegt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Q drücke, dann kommt immer dieser ganz normale Affe, den ich dann upgraden kann. Und ich habe gelernt, das hat mir zu einem der PSI gesagt, aber ich habe es auch selber herausgefunden. Und zwar kann man immer nur zwei Wege gehen. Scheiße, kommen die jetzt schon durch? Das ist ja richtig, aber die kommen hier hinten nochmal vorbei, ne? Okay, alles easy. Man kann immer nur zwei Wege gehen, das kann man jetzt ja bei diesen Klebstoffaffen sehen. Jetzt ist der obere Weg geschlossen, weil ich die beiden Wege schon genommen habe. Und noch eine Sache, wenn man bei einem Weg auf zwei dieser grünen Punkte ist und mit dem anderen auf drei Punkte ist, dann kann der mit den zwei Punkten nicht höher gemacht werden. Das heißt, sobald du mit einer Verbesserung auf über drei bist, geht das andere auch nicht über zwei raus. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Das war für mich zumindest neu. Ist aber ja eigentlich eine sehr interessante Sache zu wissen. So, ich glaube, bevor gleich diese Tarndinger kommen, werde ich hier meinen ersten Wurffeilaffen wieder mit verbesserter Sicht ausstatten. Weil diese Tarnballons sind sehr, sehr böse. Und ihr habt mir auch einen Tipp gegeben, dass ich nicht allzu viele Affen hinlegen soll, sondern mich lieber auf ein paar kleine konzentrieren soll. Mir fehlt nämlich, dass man irgendwie durch die Affen durchklickern kann. Mit irgendwie einer Pfeiltaste oder sowas. Dass man dann einfach nach rechts klickt oder so und dann geht er jetzt von dem Affen zu dem Affen und so. Damit ich nicht mal jeden Affen gleichzeitig einzeln anklicken muss. Welchen Turm ich übrigens ultra gut mag, ist der hier. Das ist so eine Nagelmaschine, die kann man jetzt... Ich würde die, glaube ich, hier hinlegen. Und die produziert jetzt permanent Nägel dahin. Heißt, ach so, oh, pro Runde immer nur. Aber das heißt, wenn die Ballons dann hier durchgehen und irgendwie hier vorbeikommen, dann werden sie da zerplatzt. Das, wenn man schlecht spielt, dann ist man am Ende doch noch mal geschützt. Und der Titus hat mir gesagt, wenn man doppelt klickt auf den Turm, dann kommt man gleich in dieses XP-Fenster rein. Ist auch ein sehr guter Tipp. Und ich bin jetzt einfach dazu übergegangen, mir einfach alles zu kaufen, weil die ersten Verbesserungen, die kosten ja sowieso gar nichts. Deswegen eigentlich scheißegal. Ich kaufe einfach alles. Das ist wahrscheinlich erst später wichtig, oder? Hier bei diesen Allergrößen und sowas, wo die dann plötzlich 30.000 XP kosten. Da sollte man dann mal überlegen, was man upgradet. Aber davor ist das, glaube ich, relativ egal. Und wir können hier einfach mal schon Eisaffen hier noch irgendwo hinsetzen. Ah, jetzt habe ich hier natürlich keinen Platz mehr, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Kann der da nicht auch irgendwie zwischen? Wird er da treffen? Wenn ich ihn da hinpacke? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist ja sehr doof. Wir müssen... Größerer Radius. Okay, so, jetzt macht er wenigstens was. Oh, jetzt hat er eine coole Sonnenbrille auf. Nicer Typ. Und jetzt noch ein Stirnband. Alter, der sieht ja immer krasser aus. Läuft bei ihm auf jeden Fall. So, mein Plan ist, denn ihr seht vielleicht schon, ich habe hier bei dem Wurfpfeilaffen diesen Superaffen-Fanclub schon freigeschalten. Und der wird halt 10 Pfeilaffen für 15 Sekunden in Superaffen umwandeln. Und Superaffen sind ja diese ganz teuren hier. Der hier, ne? Das ist ein Superaffe für 2500. Deswegen möchte ich da eigentlich drauf sparen und ich brauche dafür natürlich mindestens 10 Pfeilaffen. Deswegen werde ich die jetzt hier einfach überall hin platzieren und dann machen wir das schon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, einer fehlt noch. 10. So, das ist jetzt meine Affenbastion. Und jetzt müssen wir einfach nur sparen, dass wir 8000 Affendollar hier verdienen.
Okay, da kommen krasse Dinger an. Aber, nee, die kommen trotzdem nicht durch. Der Eisaffe ist ja richtig heftig. Jetzt sieht man das auch mal. Der friert die ja wirklich ein. Die bleiben einfach an ihrer Stelle stehen. Mega krasser Typ, aber er sieht ja auch krass aus. Und wenn man krass aussieht, dann ist man meistens auch krass. Haha, wie witzig er ist. Er hat gerade mit seinen Schneeballen jongliert. Aber irgendwie habe ich die Befürchtung, auf mittelschwer ist das immer noch zu einfach. Kann das sein? Klar, das sind jetzt auch noch die einfachen Maps. Aber dennoch. Naja, vielleicht könnte ich euch nochmal die anderen Dinger hier zeigen, die ich noch bekommen habe. Zum Beispiel habe ich hier die Affenplantage, heißt sie, glaube ich, bekommen. Die ist relativ teuer mit 2250, aber die kann man zum Beispiel irgendwo am Rand stellen, wo sie nicht nervt. Und die produziert Bananen, so habe ich das rausgehört. Und diese Bananen, wenn man sie einsammelt, sind Geld wert. Das heißt, das ist irgendwie so eine Zukunft in die... Ja, so eine... Was? Das ist eine Investition in die Zukunft, das wollte ich eigentlich sagen. Erhöhte Produktion, ja gerne. Und langlebige, bändige Bananen. Die Bananen vergammeln nämlich, wenn man sie nicht schnell genug einsammelt. Und man muss halt mit der Maus rüberfahren oder halt mit dem Finger, wenn man das auf dem Handy spielt. Und dann sammelt man die Bananen ein. Ist nochmal so ein bisschen Busy Work nebenbei. Finde ich eigentlich jetzt witzig. Und eine zweite Neuerung, die ich noch nie eingesetzt habe, ist dieses Affendorf. Da hat mir der Titus gesagt, das kann meine Affen irgendwie so verbessern, dass sie dann auch alle was sehen. Ah ja, guck, das hat auch so einen Radius. Dann packe ich das einfach mal hier hin. Das habe ich halt wirklich noch nie benutzt. Der Titus hat mir halt gesagt, damit kann ich die Affen, die in diesem Radius drin sind, auch so machen, dass sie zum Beispiel diesen Tarneffekt haben, also dass sie Tarnballons sehen können. Aber irgendwie verstehe ich das noch nicht. Ach da, Radarscanner. Erlaubt alle Affen im Radius den Angriff auf Tarnballons. Ja, Tatsache. Ja, also das Affendorf ist so ein Verstärkungsgebäude. Oh, da sind tatsächlich welche durchgekommen. Oh mein Gott, zum Glück hatten wir dieses Ding hier. Ich glaube, dann produziere ich das doch nochmal. Schnellere Produktion. Ah, ich muss jetzt aber irgendwann mal auf diese 8000 kommen. Oh, da kommen richtig viele durch. Und wir sollten vielleicht mal unseren Champ einlösen. Oh, ich bin so ein Vollidiot. Das war wirklich richtig dumm, ne? Dass ich den bisher noch nicht eingesetzt hatte. Nein, das muss man doch als eines der ersten machen. Okay, komm, wir packen ihn gleich auf Stufe 2. Auch wenn ihr mir gesagt habt, das lohnt sich nicht, die für Geld zu upgraden. Nur ein Level, Leute, nur ein Level. Weil ab Level 5 hat er ja auch seine Fähigkeit und die finde ich eigentlich ganz witzig. Obwohl ich den Quincy noch besser finde. Aber Gwendolyn ist auch cool. Er wirft dann nämlich so einen Feuercocktail auf die Bahn. Oh mein Gott, da kommt ganz schön viel durch. Ja, und das verbrennt dann einfach die ganzen Bloons. Alter, okay, ein Glück habe ich hier diese Maschine, dass die alles wegknallt. Oh, ohne diese Maschine wäre ich richtig aufgeschmissen. Oh mein Gott, da kommt richtig viel durch. Oh, ich bin aber... Oh, ja, nee, ich bin tot. Alter! Okay, wir müssen doch was verbessern, wie es aussieht. Ich glaube, auf diese 8000 komme ich hier nicht drauf. Habe ich schon verloren? Ich habe schon verloren! Haha, nice! Gut, meine Taktik hat nicht funktioniert. So viel dazu, es wäre zu einfach. Na dann nochmal. Diesmal packen wir den hier früher hin, den Gwendolyn. Und auch hier an die Kante. Ich werde meine Taktik jetzt trotzdem nochmal machen. Vielleicht ohne diese Affenfarm da, weil die finde ich merkwürdig und irgendwie bringt die auch nicht so viel. Vielleicht später, wenn sie besser geupgradet ist, aber auf Stufe 0 ist sie jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Dann sollten wir jetzt trotzdem mal den Gwendolyn holen, weil je früher der da ist, umso schneller levelt der natürlich auch auf. Das war, glaube ich, gerade mein Problem, dass ich den Gwendolyn viel zu spät platziert habe. Wieso ist der jetzt eigentlich schon Stufe 2? Keiner weiß es. Aber der feuert dann alle weg. Das ist so ein Pyromane einfach. Diese Nagelmaschine fand ich jetzt aber eigentlich trotzdem ganz gut. Auch an der Stelle. Ich lasse die da. Oh, und Gwendolyn ist Level 5. Jetzt können wir seine Spezialfähigkeit einsetzen. Ich kann euch die ja einfach mal zeigen. Hier, bei den Tarnballons. Der, ja, packt er dann so einen Molotow-Cocktail hin. Und das brennt dann da eine Weile. Und wenn da halt die Balloons durchgehen, dann kriegen sie Schaden. Das hält sogar recht lange an. Voll cool. Oh, ja, unsere Nagelfabrik nochmal ein bisschen verbessern. Ja, jetzt sehen die Nägel auch richtig schön gefährlich aus. So, aber ich bleib wie gesagt bei meiner Taktik und werde hier einfach überall diese ganz normalen Affentypen platzieren. Wahrscheinlich wäre das besser, wenn die in der Mitte sind, ne? Und an der Seite sind dann andere. Aber egal, ich mache das jetzt genauso wie eben. Ja, 5, 6, 7, 8. Komm, gib mir Money. I need Money. 9, einer fehlt noch. 10. Und ich werde es trotzdem sparen auf diese 8000. Deswegen geht das auch irgendwie viel schneller als eben. Sind wir eben nicht bei Runde 34 oder so gestorben? Und jetzt sind wir schon bei Runde 31? What the fuck? Was habe ich denn eben gemacht? Jetzt ohne Witz. Ich verstehe das selber nicht. Stufe 26, wir kriegen den Affenpionier. Kann für das Errichten von nagelverschießenden Wachtürmen verbessert werden? Hä? Wir haben hier so einen nagelverschießenden... Warte mal, ich pack den mal daneben irgendwie. Halt auch irgendwie in den Radius von dem Ding. Und jetzt? Oder kann der selber irgendwelche Nägel produzieren? Was macht der Typ? Ich verstehe den nicht. Ja, und der eine kommt aber auch gut klar gegen diese ganzen Tarnballons. Sieht zumindest so aus. Die kommen hier auch doppelt vorbei an dem.
Also er kann die doppelt treffen. Also was, ich mache einfach jeden zweiten zu so einem Tarnballon-Schützen. Ich meine, die müssen ja auch ein bisschen besser werden, weil sonst machen sie ja gar kein Damage. Diese Nuller-Türme machen halt gar nichts. Sonst haben wir ja ganz viele Abbruchschützen. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann können wir hier auch einfach unser Molotov-Cocktail werfen. Ja, das sieht doch viel besser aus als eben. Okay, und solange es halt so easy hier aussieht, sparen wir jetzt wirklich auf diese 8000. Und diesmal wirklich. Oh, ein Moab. Er brennt. Burn. Okay, warte, wir packen hier Molotov-Cocktail. Oh, geht er da überhaupt durch? Nein, ich habe den richtig schlecht platziert. Oh boy. Der geht halt immer dahin, wo die Maus ist. Aber die sind trotzdem alle tot, oder? Ja, obwohl. Ja doch, da liegen genügend Dinger. Nice. So, nach dieser Runde sollten wir dann auch unser 8000 haben. Nicht ganz, aber jetzt. So, 8000. Jetzt haben wir eine neue Fähigkeit hier unten. Und wenn ich die dann gleich einsetze, ich werde die aber wahrscheinlich erst einsetzen, wenn da wirklich was durchkommt, dann würden diese ganzen Affen hier alle zu einem Superaffen werden. Das ist wirklich ultra heftig. Und jetzt können wir uns auch konzentrieren darauf, dass die Leute hier einfach krasser werden. Ich glaube, ich mache dann wieder jeden zweiten einfach zu so einem Wurf-Katapult-Dingsbums-Affen. Wenn du ihn Level 9, wenn er gleich Level 10 ist, dann kriegt er wieder eine neue Fähigkeit. Die habe ich auch tatsächlich noch nie gesehen, seine zweite Fähigkeit. Wir machen die mal alle zu Superaffen. War das jetzt so? Hä? Ach, nur in seinem Radius oder was? Ah, shoot. Echt jetzt? Verwandelt sich und selbst und bis zu 10 Pfeilaffen. Bis zu 10? Aber jetzt hat er nur den hier gemacht. Oh nein, müssen sie diesen... auch in diesen Weg hier reingehen, damit sie sich verbessern. Und in dem Bereich sein von dem. Oh, das wäre ja richtig dumm. Okay, warte, dann packe ich hier nochmal ganz viele von diesen Affen hin. Damn! Ich habe das wieder alles falsch verstanden hier. Und dann kommt da noch so ein Eistyp hier hin. Warum nicht? Ich glaube, der ist da ganz gut. Unser Radius, das. Noch mehr. Ja, alles Geld ausgeben. Yay, das ist ein richtiger Frosty. Und dann vielleicht noch ein Superaffen. Einfach weil der cool ist und groß. Ich mag cool und groß. Cool und groß ist super witzig. Laser! Und die super Reichweite kriegt er auch noch. Okay, letzten 10 Runden. Mal gucken. Ich werde gleich nochmal die alle zu einem Superaffen machen. Oh, da kommt schon wieder einiges an Tarnballons durch. Da habe ich schon so viele Typen, die Tarnballons angreifen können. Oh, damn. Okay, warte. Mach dir... Ah, es ist tatsächlich in seiner... Ja, jetzt sind die alle Superaffen. Aber die müssen in seiner Reichweite sein. Das habe ich nicht gewusst. Das ist ja richtig dumm. Die müssen jetzt natürlich auch alle noch verbessert werden. Ist ja dann egal wie, ne? Nämlich die ersten beiden. Ich glaube nämlich, die ersten beiden sind eher für Damage und das dritte ist eher für zur Unterstützung mehr. So, 8 Runden noch. Oh, jetzt kommen ja aber die Moabs an. Okay, komm, mach einfach mal deinen Molotov. Der liegt auch schon wieder richtig bescheuert. Cool, ich will richtig schlecht in diesen Molotov-Cocktail werfen. Ist er dann mal Level 10 irgendwann? Ich will endlich die nächste Fähigkeit bekommen. Okay, nochmal, Molotov! Mann, ich will, dass er den dahin macht und er packt den einfach dahin. So richtig bescheuert. Okay, 5 Runden noch. Die Dinger sind richtig einfach irgendwie, keine Ahnung. Also solange kein Moab kommt oder diese komischen Herzballons, geht's mir eigentlich richtig gut. Okay, da ist ein Moab. Guck, die halt nämlich richtig viel aus. Aber danach können sie halt wieder gar nichts. Die sind heftig, oh Gott, okay, mach die alle zu den Superaffen. Jetzt kommen wir da doch zu viele durch. Oh, wir haben die neue Fähigkeit. Ja, komm, hier, mach einfach dein Birding-Scheiß. Das hält ja zum Glück auch über mehrere Runden an. Und was macht jetzt das Neue hier? Was macht das? Setzt den ganzen Bildschirm in Brand und verbrennt alle Blooms. Okay, also das machen wir, wenn da wirklich Leute durchkommen. Ich meine, wir haben hier noch richtig viele von diesen Nägeln, falls wirklich was durchkommen sollte. Ja, ich glaube, bis dahin kommt das gar nicht. Ich glaube, die haben es jetzt einfach easy peasy. Wir können gleich noch für die letzte Runde die alle in Superaffen verwandeln. Aber sonst... Wie konnte ich das denn verlieren beim ersten Try? Richtig doof. Neuer Held! Oben Greenfoot, der Waldwächter. Der sieht cool aus, weil der hier so einen geilen Wolf hat. Auf den habe ich Bock. Doch, den probieren wir auch noch aus. Wir haben richtig viel Geld, aber ist mir egal. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach. Oh, okay, warte. Macht die alle zu einem Superaffen? Und das ist noch nicht mal die letzte Runde. Die letzte Runde kommt erst gleich. Okay, jetzt kommt die letzte Runde. Ein super krasser Obermorb. Ja, burn it. Burn it down. Build it up and burn it down. Wie langsam der aber auch ist. Okay, hier, Feuer. Molotov Cocktail. Ich kann die nicht zu Superaffen machen. Das ist aber die letzte Runde. Und wir setzen nochmal die Fähigkeit ein. Scheiße. War zu einfach. Mist, ich habe sogar noch 15.000 Geld. Wie konnte ich denn beim ersten Try verlieren? Das ist so einfach. Richtig bescheuert. Okay, ich glaube, mittelschwer ist zu einfach.
Also bei diesen Anfänger-Leveln hier. Wie lange geht denn das eigentlich? Bis hier. Hier ist der Zwischenstufler. Oh, neue Sachen freigeschalten. Ist das, glaube ich, noch zu einfach. Ich glaube, ab morgen werde ich dann schwer machen. Mal gucken, ob das wirklich ultra schwer ist oder wie das läuft. Ich glaube, ich bin jetzt so eingespielt, dass ich mir das zutrauen kann. Oder wir machen halt mal so eine Challenge hier. Beim Mittel haben wir jetzt zum Beispiel nur Militär oder Rückwärts. Das Rückwärts habe ich, wie gesagt, gestern schon mal ausprobiert bei der ersten Map. Da gehen die Blooms einfach rückwärts. Wer hätte jetzt gedacht? Dann ist die Map halt andersrum. Ja, aber morgen probieren wir dann den Oben Greenfoot. Der ist nicht mal so teuer. Wieso ist der Gwendolin so teuer? So toll finde ich den gar nicht. Was könnte der? Die Brombeere. Er stellt einen stacheligen Busch auf der Strecke, an dem bis zu 20 Blut zerplatzen. Also fast genauso wie der Feuercocktail. Nur, dass der halt einfach länger da ist. Und der Baumwall? Ruft eine Baumauer über die Strecke herbei, die alle eindringenden Bluts vernichtet. Wenn sie voll ist, explodieren die Bäume in Geld. Oh, also ein Geldtypi. The spirits of the forest awaken. The spirit of the forest awaken. Warum holen wir den morgen aus? Gut, dann wär's das aber mit der Folge heute gewesen. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.